Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Miriam und falls du mich noch nicht kennst, du bist hier in meiner Gruppe Erkenne dich selbst. Und ich möchte heute gerne dir ein paar Impulse geben, ein paar Dinge sagen zum Thema Wissen, zum Thema dein Potenzial und wie es dir geht, wie du herausfindest, was du willst oder wie du das, was du möchtest, umsetzt. Also in diesem Bereich möchte ich dir heute gerne ein paar Impulse geben. Ich habe in mir selber immer diese vielen Gedanken und Ideen und Vorstellungen, wie das Leben sein soll oder wie ich möchte, dass mein Leben ist und stelle ja an mir selber dann auch fest, dass ich in gewissen Bereichen oder an gewissen Punkten nicht dahin komme, wo ich gerne hin möchte. Und ein Teil meiner Mission, meiner Arbeit, meiner Begleitung von Menschen ist ja dieser Teil, dass ich Menschen dabei unterstütze, dass sie das, was sie gerne möchten, das, was sie in sich tragen, dass sie das umsetzen können und in die Welt bringen können. Ich habe hier meinen Spickzettel und werde auch ab und zu da drauf schauen und sehe gerade, dass da zwei Zuschauer sind. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne da interaktiv mitmachen und euch inspirieren lassen von dem, was ich sage. Wissen ist Macht. Das hören wir ja so gerne oder das lernen wir in der Schule, zumindest so. Ich gehe mal davon aus, dass es auch heute in der Schule noch so ist. Wir lernen ganz viele Dinge. Wir stopfen unseren Kopf mit Wissen voll, aber niemand bringt uns bei, wie wir dieses Wissen auch umsetzen. Oder hast du bei dir quasi eine Stunde in der Schule gehabt, die hieß, wie du dein Wissen auch umsetzt oder wie du deine Lebenserfahrung dazu nutzt, um dein Leben zu verbessern, dass es eben nachher besser wird und nicht mehr so, wie es war, wie du es nicht mehr haben möchtest. Also fühl mal in dich rein, wenn du das hörst, was macht es mit dir? Also du weißt ganz viel, du hast dir etwas vorgenommen, das sind die Vorsätze zum Neujahr. Und du fühlst es in dir und du willst es auch tun und du fängst wahrscheinlich auch damit an, aber nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen bist du wie ferngesteuert wieder in deinem alten Verhalten drin. Und alles, was wir heute sehen an Self-Empowerment, Selbstermächtigung und werde deine beste Version und ja, setze deine Träume um, all das sind Dinge, die in dir und auch in mir Ideen geben, Vorstellungen. Natürlich habe ich Wünsche, natürlich hast du Wünsche. Und dann, wenn du diese Wünsche hast, dann kommt sofort quasi, dann kollidieren die mit der Realität oder zumindest mit dem, was du als Realität ansiehst. Also mit den Gedanken, die du hast über die Welt, wie die Welt ist. Und du hast das bestimmt auch schon gehört, die Welt ist so, wie du denkst, dass sie ist. Und warum denkst du, dass die Welt so ist, wie sie ist? Woher hast du diese Gedanken? Hast du die mitgebracht? Hast du das irgendwo gelesen? Hast du gedacht, ah ja, genau, das ist ein interessantes Buch. Da nehme ich jetzt die Ideen über die Welt, wie ich sie gerne hätte und wie ich sie sehen möchte und wende das quasi eins zu eins an. Und du hast es ganz bestimmt aus deiner Lebenserfahrung schon mehrmals erfahren, dass das, was du liest und das, was du weißt und das, was du auch verstandesmäßig begreifst, dass das noch lange nicht heißt, dass du es auch umsetzen kannst. Und vielleicht bist du daran auch schon verzweifelt und hast gedacht, dieser ganze Blödsinn, der hilft mir nicht, ich brauche etwas anderes oder bei mir funktioniert es halt nicht oder ich habe schon alles probiert, was auch immer du dann doch noch diese Gedanken nährst, quasi, die du schon mitbringst. Und wenn ich bei den Gedanken bin,
Gewohnheiten, was haben Gewohnheiten mit Gedanken zu tun? Und es sind ja diese Gewohnheiten, diese Automatisierungen, die uns quasi in diese Gleichförmigkeit immer wieder hineinbringen. Das sind nämlich Gedanken. Gewohnheiten sind nichts anderes als Gedanken, die du immer denkst. Und diese Gedanken sind so automatisiert, dass du dir nicht mehr bewusst bist, was du überhaupt denkst. Und hier sind wir ja in der Gruppe Erkenne dich selbst. Und mein Thema ist es immer wieder, dieses Bewusstsein da hinauszutragen oder dir Werkzeuge in die Hand zu geben, wie du in dir dieses Bewusstsein schaffen kannst oder wie es dir gelingt zu erkennen, was du denkst und was es mit dir macht, dass du das denkst. Denn wenn dir in deinem Programm drin ist, das geht sowieso nicht und das funktioniert nur bei anderen, oder es müssen nicht mal so plakative Gedanken sein, so klar fassbare, sondern es sind vielleicht Vorstellungen, die du hast über das Leben, was für dich möglich ist und was nicht. Du hast quasi so dieses begrenzte Bild von dir. Du siehst dich in diesem Rahmen drin und alles, was diesen Rahmen sprengen würde, das kannst du gar nicht sehen, weil du dir das so antrainiert hast, nur hier dich zu bewegen. Und wenn gerade Fragen im Raum stehen, und das habe ich immer wieder, höre ich auch von den Menschen, die in der Akasha-Chronik-Lesung bei mir sind, in der Beratung. Was ist mein Potenzial? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und das sind Fragen, die kannst du dir nicht erdenken, sondern da musst du dich irgendwo auf einer anderen Ebene dafür öffnen, dass das entsteht, dass das aus dir heraus entsteht, dass du inspiriert wirst, vielleicht auch von etwas, von das größer ist als du, das eben über deinen Verstand hinausgeht. Und wenn du dir das nicht so toll findest, diese Ideen vom Universum oder was alles, dann kannst du dir ja sagen, dass du die von deinem Herzen inspirieren lässt. Was würde dein Herz zu dieser ganzen Situation sagen? Also da bist du nun in deinem Leben an einem gewissen Punkt jetzt schon angekommen und du weißt, das Leben dauert nicht ewig, du hast schon ganz viel erlebt und du weißt auch, jetzt kommen Jahre vor dir noch, die möchtest du bewusst gestalten, du möchtest glücklich sein, du möchtest zufrieden sein, das möchten wir alle. Du möchtest ein erfülltes Leben leben, du möchtest mit Menschen zusammen sein, die du liebst und die dich lieben, du möchtest die Gelegenheit haben, dich zu entwickeln, dich zu entfalten und einen Beitrag zu leisten in dieser Welt. Dass du, wenn du abends ins Bett gehst, quasi in dir fühlst, dass du etwas Bedeutendes geleistet hast. Oder ich will nicht mal leisten sagen, ich mag das Wort nicht so sehr, weil leisten bedeutet ja sofort wieder, dass du dich selber unter Druck setzt. Aber du möchtest inspiriert gehandelt haben. Du möchtest ins Bett gehen und wissen, du hast für jemanden den Tag verschönert, einfach vielleicht durch ein Wort oder ein Lächeln. Und es hört sich ja nicht so schwierig an. Was kann denn daran so schwierig sein, glücklich zu sein, erfüllt zu sein? Und trotzdem spürst du ja, ob du da in deinem Leben jetzt an dem Punkt stehst, wo du hin willst, beziehungsweise ob du da schon bist, wo du hin willst. Und sagen wir jetzt, dass du dich besser fühlen möchtest. Weil das Gefühl, das ist ein Ausdruck dafür, was du denkst. Das kennst du ganz bestimmt. Oh, hallo Astrid. Schön, dass du da bist. Genau, das Gefühl. Das ist ein Ausdruck davon, was du denkst. Und wenn du ein Gefühl hast, das nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann geht es darum zu erforschen, was hast du gerade Sekunden vorher gedacht. Und wenn das dann eben automatisierte Gedanken sind, die dir nicht bewusst sind, dann ist es sehr schwierig, das alleine
herauszufinden, was du wirklich denkst. Und dann sind dann auch eben diese Gedanken, die dich von deinen guten Vorsätzen wie ferngesteuert wieder in diese Richtung bringen, die du schon kennst. Weil dein Gehirn, das will chillen, wie meine Kinder sagen würden. Das will keinen Aufwand betreiben, das versucht, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Und Gedanken und Veränderungen, das braucht Energie. Und wenn du dann noch versuchst, selber aus deinem eigenen Willen heraus etwas zu verändern, braucht das noch sehr viel Energie, vor allem wenn du nicht weißt, wie du diese Veränderung umsetzen sollst. Schau auch mal in deinem Leben nach. Wann hast du etwas wirklich grundlegend verändert? Das würde mich jetzt interessieren und es ist auch interessant für dich. Ich kann nur aus meinem Leben sprechen. Bei mir, wann habe ich mein Leben wirklich verändert? Entweder dann, wenn ich ernsthaft krank wurde und wusste, ich muss jetzt etwas ändern, sonst kommt es nicht in eine gute Richtung. Wenn irgendein Drama in meinem Leben passiert ist, wenn die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, wenn manchmal auch, wenn ich vielleicht ganz am Anfang, also nach einem Abbruch, etwas ist zu Ende gegangen, etwas ist zerbrochen und höchstwahrscheinlich nicht aus meinem eigenen Wunsch heraus, sondern aus meiner Struktur und meinen Gewohnheiten, meinem Verhalten heraus, ist das passiert, was ich quasi nicht wollte. Und dann hat sich das wiederholt, einmal, zweimal, dreimal. Und dann war ich an einem Punkt, da wusste ich, ich muss jetzt etwas ändern. Und selbst dann, wenn ich gewusst habe, dass ich jetzt etwas ändern muss, wusste ich nicht wie. Und aus meiner Erziehung heraus wäre ich nicht auf die Idee gekommen, jemanden um Hilfe zu fragen. Denn einen meiner Glaubenssätze damals war, selbst ist die Frau. Also natürlich habe ich es noch gelernt als selbst ist der Mann. Aber selbst ist die Frau. Ich brauche ja niemanden. Was wollen die mir denn schon sagen? Ich weiß ja schon alles. Und ich wusste auch alles. Und du weißt ganz bestimmt auch ganz viel in deinem Kopf. Und trotzdem sinkt dieses Wissen nicht in deinen Körper. Denn Wissen und Worte, die lehren dich nicht. Die helfen dir nicht, etwas umzusetzen, sondern weißt du, was dir wirklich hilft, etwas umzusetzen? Was hilft dir daran zu glauben, dass das, was du tust, auch zu deinem Ziel führt? Kannst du dir vorstellen, was das ist? Im Grunde genommen ist es ganz einfach, aber du kommst gar nicht auf die Idee, wenn du es nicht von jemandem hörst. Es ist die Erfahrung. Die Erfahrung, die du machst, dass das, was dir jemand erzählt hat, und du setzt es um, und dann stellst du fest, dass es tatsächlich in dir etwas verändert. Dass wenn du dann das nächste Mal an so einem Punkt stehst, dann kannst du in deinem System fühlen, ah ja, genau, ich habe das schon einmal gemacht und es hat funktioniert. Und weil du diese Erfahrung gemacht hast, und Erfahrung ist im Körper, Erfahrung findet nicht im Kopf statt, Erfahrung ist im Herzen und in deinem Körper. Und weil du es schon einmal erfahren hast, kannst du es wieder umsetzen. Und dann hast du erfahren, dass wenn du negative Gedanken hast, wenn du dir denkst, das geht sowieso nicht und mir hilft sowieso niemand und wenn ich es versuche, dann geht es wieder schief und letztes Mal war es auch so, siehst du, die Erfahrung. Was passiert dann? Dann glaubst du ja nicht, dann ist deine Erfahrung, dass es nicht funktioniert hat und dann glaubst du eben deiner Erfahrung und nicht dem, was dir jemand sagt oder was du gehört hast oder was du dir selber sagst oder was du weißt. Und das ist in sich eine Art Teufelskreis, weil du dir dann selber immer wieder diese Realität kreierst, die du ja schon denkst, wie sie ist. Und dann kann sie sich auch nicht ändern. Dann versuchst du etwas zu verändern mit den Gedanken aus deiner Vergangenheit. Verstehst du das? Und darum, wenn du
dein Potenzial entfalten willst, wenn du wissen willst, warum du da bist, wenn du dir Hilfe suchst, dann suche dir jemanden, der dich auf einem Stück deines Weges begleitet, der dir hilft, dass du diese positiven Erfahrungen machen kannst, damit du dich dann später in deinem Leben wieder auf diese positiven Erfahrungen verlassen kannst. Wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass das, worauf du deinen Fokus richtest, deine Energie, dass das dann etwas ist, was wächst. Ein ganz einfaches Beispiel. Du willst fit werden und du hast schon eine Weile lang nicht mehr trainiert. Ja, dann läufst du nicht einen Marathon, um fit zu werden, sondern du läufst am ersten Tag vielleicht nur einen Kilometer, vielleicht gehst du sogar nur die Strecke, weil du die Kraft und die Muskeln dazu noch nicht hast. Und am nächsten Tag gehst du ein bisschen mehr und dann rennst du. Und am dritten Tag denkst du vielleicht, ach, dieser Scheiß, auf Deutsch gesagt, bringt mir ja sowieso nichts. Wieso soll ich einen Marathon rennen wollen? Wer will denn schon einen Marathon rennen? Für mich ist das nichts. Und zack, bist du draußen. Wenn du aber jemanden an deiner Seite hast, eine Person, die dir sagt, hey, das ist Tag 3. Immer an Tag 3 will sich dein Glaubenssystem und deine Gewohnheiten, die wollen sagen, oh nein, jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommt ja wirklich eine Veränderung. Das geht gar nicht, weil wir wollen ja in unserem Rahmen bleiben. Und wenn dann jemand da ist, der dir sagt, hey, du schaffst das. Morgen ist es schon wieder besser. Du musst nur diesen einen Tag durchhalten. Ja, glaubst du dann, dass deine Chancen größer sind, in diese Veränderung zu kommen, wenn dir jemand dabei steht und dir erklärt, dass große Ziele mit kleinen Schritten erreicht werden? Wenn du die Leute siehst im Internet, die sagen, boah, über Nacht Millionär, über Nacht, was weiß ich. Glaubst du wirklich, die waren am Tag vorher so wie du? Ich behaupte das jetzt in gewissen Dingen in deinem Leben noch im Mangel und morgen sind sie Millionär. Es funktioniert nicht so. Und das ist kein Glaubenssatz, sondern das ist Erfahrung, die ich selber an mir gemacht habe, weil ich selber das versucht habe, weil ich gedacht habe, oh, ich probiere jetzt diese Methode. Weil wenn sie bei dieser Person funktioniert hat, muss sie bei mir auch funktionieren. Und dann mit dieser Hoffnung, dass wenn du nur die richtige Methode anwendest, dass du dann nicht diese unangenehme, kleine Detailarbeit an Gewohnheiten verändern machen musst. Und ich verstehe das gut, weil darauf hatte ich auch nie Bock. Und wenn du jemanden an deiner Seite hast, die dich begleitet, dann ist es nicht nur so, dass sie dir über diese Wegstrecken hilft, sondern sie zeigt dir auch immer auf, wo dein Ziel ist. Vielleicht ist dein Ziel nicht ein Marathon, das ist völlig irrelevant. Vielleicht ist dein Ziel einfach zufrieden und glücklich zu sein mit dir selber. Dich selber gern zu haben, so wie du bist, und mit dir selber dieses Leben zu leben. In einer gewissen Zufriedenheit, in einem gewissen Frieden mit dir selber. Und wenn du dann in diese Energie kommst, dass du Frieden findest mit dir und dich selber gerne hast und magst, und das ist eben das Coole, das ist dann auch, was dir jemand sagen kann, dann gibt es diesen Compound-Effekt, heißt das auf Englisch, ich weiß leider nicht, wie man das auf Deutsch beschreiben kann, aber das ist eine Kurve. Eine Grafik sozusagen. Das heißt, wenn du immer wenig gibst, aber konstant und dran bleibst und mindestens 21 Tage und dann 45 Tage und das einfach weitermachst, irgendwann geht die Kurve so steil hoch. Das heißt nicht, dass du jahrelang quasi da in deinem kleinen Gedönse kämpfen musst und jeden Tag so schwer ist, sondern es gibt ein Momentum. Das Neue gibt dir irgendwann immer mehr Energie und wenn du zum Beispiel anfängst zu meditieren, und das erfahren Kundinnen von mir auch, und dann in diese Ruhe kommst im Denken, und dann hast du eine schwierige Arbeitssituation und dann merkst du plötzlich, wow, ich könnte ja einfach kurz in diesen meditativen Zustand gehen, gehst vielleicht auf die Toilette oder was auch immer und verbindest dich mit dir oder mit dem Universum.
Und dann hast du dein Gefühl in dem Moment geändert, dann hast du die Macht zu dir zurückgenommen, dann hast du die Kontrolle übernommen darüber, nämlich wie es dir geht, weil du es geübt hast. Und das gibt dir dann ein Gefühl von Freude und Kraft und Motivation und Hoffnung, dass du weitermachst. Und so wächst das, dieses Pflänzchen, und wird immer größer. Und wenn du das Pflänzchen ja auch am Wachsen hast, was hast du zuerst gemacht? Dann hast du ja das Pflänzchen wahrscheinlich nicht so gekauft, obwohl wir das heute tun können, aber du hattest einen Gedanken, du hattest eine Idee, du hattest einen Wunsch, du hattest einen Traum. Und es ist ein Same, den hast du in die Erde gesetzt, die Erde drauf getan, Wasser gegeben, jeden Tag geschaut, nichts, die Erde, nichts, Wasser, nichts. Und irgendwann hast du dich gefragt, wächst das da überhaupt? Und du wolltest es am liebsten ausgraben, um zu schauen, ob jetzt der Same schon gesprossen ist. Aber du weißt auch, wenn du das machst, kannst du quasi wieder von vorne anfangen. Also wäre es nicht auch schön, da jemanden an deiner Seite zu haben, die dann sagt, hey, warte, das wächst da unten. Ich weiß es, weil ich es erfahren habe. Ich weiß es nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich es erfahren habe. Und dann kommt der Tag, da kommt das Pflänzchen aus der Erde und du freust dich so, dass du gewartet hast und dass du dran geblieben bist. Es heißt nicht umsonst, aller Anfang ist schwer. Weil es diese Kraft braucht, die man am Anfang hineingeben muss. Und ich schaue schnell da auf meinen Spick. Druck. In unserer Gesellschaft wird ja oft mit Druck gearbeitet. Und du weißt, wenn du Druck hast, also du musst Geld verdienen, um deine Versicherungen zu zahlen, um Essen zu kaufen, um irgendwo zu wohnen, musst du Geld verkaufen. Also es gibt dir einen Druck. Und weil du diesen Druck verspürst, gehst du auch arbeiten und machst auch viele Dinge, die du vielleicht gar nicht unbedingt tun willst, um quasi ein Ziel zu erreichen. Und wenn dein Ziel ist, dass du jeden Tag etwas zu essen hast. Wenn du jetzt persönliche Ziele entwickeln möchtest, dann geht es ja zuerst einmal darum, herauszufinden, was ist dein Ziel wirklich? Weil du ja, wenn du dann wieder in der Box steckst, in deiner Gedanken- und Gewohnheitsbox, das ganz schwierig ist, aus dieser Box heraus zu denken, was du eigentlich möchtest, ohne dass du sofort dann dir selber sagst, dass das sowieso nicht realistisch ist, was du möchtest. Genau. Und was gibt dir jetzt, wenn du wirklich weißt, dass du an einen Punkt gelangen willst in deinem Leben und du möchtest es mit deinem ganzen Herzen und du hast vielleicht was auch immer in deiner Umgebung schon erlebt oder vielleicht ist es die Zeit auch da, die dir Druck gibt oder deine Umstände, was auch immer. Und wenn du dann sagen kannst, hey, wenn ich mir jemanden an die Seite hole, der mir als quasi Accountability Partner, das ist auch wieder so ein englisches Wort, so als jemand, der dich immer wieder daran erinnert, dass du dich verpflichtet hast, dir selber gegenüber, dass du da rauskommen möchtest in ein Leben, das dir mehr entspricht, in Gefühle, die dir mehr entsprechen, in Umstände, die dir mehr entsprechen. Dann erzeugt das einen gewissen Druck, der dir hilft, dahin zu kommen, wo du hin willst, bis du selber genug Momentum und genug Erfahrungen gesammelt hast, dass du weißt, dass das für dich funktioniert und du es selber machen kannst. Und ganz bestimmt hast du dir auch schon gesagt, ich hole mir jetzt Hilfe. Ich kaufe mir ein Buch, einen Online-Kurs, was auch immer. Der hat vielleicht 50 Euro gekostet, 150, 200. Und du hast angefangen und du bist an genau denselben Orten wieder stecken geblieben, wie immer. Und dann hast du dir gesagt, ach ja, 50 Euro, 100 Euro, vielleicht haben dir 200 oder 500 Euro schon ein bisschen mehr wehgetan. Aber es hat dich nicht dazu gebracht, diese Schwelle zu überwinden. Und darum ist es auch so, dass gewisse Coaching-Programme eben 2000 Euro kosten, 3000, 5000, 10.000 Euro, damit du dir selber gegenüber auch diesen inneren Schweinehund überwindest, weil du weißt, da, wo ich habe noch Träume, ich habe Ziele und ich komme da nicht hin,
alleine. Und warum weißt du das? Weil du es erfahren hast, weil du es alleine probiert hast, weil du alles versucht hast und trotzdem bist du nicht dahin gekommen. Und darum sind alle die Menschen, die dir etwas anbieten, nicht böse Menschen, die dich manipulieren wollen, sondern sie sind quasi, du hast sie dir quasi manifestiert in deinem Leben, damit sie dir sagen, hey, werde dir bewusst, wo du stehst und wo du noch hin willst und was dein tiefer Wunsch in dir ist, denn wenn es nicht ein tiefer Wunsch wäre, eine Sehnsucht nach etwas, das du in diesem Leben verwirklichen willst, dann wäre es dir doch egal. Dann hättest du schon längst gesagt, ich tue das auf die Seite. Das ist mir einfach zu kompliziert, zu wenig wichtig, was auch immer. Habe ich auch solche Dinge, dass ich mir gesagt habe, okay, diese Ausbildung, da habe ich jemanden gesehen, der das total gut kann. Und dann habe ich mir gesagt, oh, das will ich auch noch lernen. Und dann musste ich mir sagen, hey, aber hallo, willst du das wirklich? Dient es dir, dahin zu kommen, wo du hin willst? Oder ist es einfach noch einmal mehr Wissen anhäufen? Dann konnte ich sagen, okay, ich lasse es gehen. Es ist mir nicht so wichtig. Aber es gibt Dinge, die dir so wichtig sind, dass sie eben immer wieder kommen. Und wenn du dir vorstellst, wie dein Leben jetzt weitergeht, ohne dass du etwas veränderst, dann macht das etwas mit dir, in dir drin, in deinem Herzen, in deiner Seele. Dann will die sagen, nein, ich will jetzt da hinein, ich möchte erfahren können, dass ich das erleben kann und darf und dass es für mich möglich ist und dass ich auch diese Macht habe. Und Macht bedeutet einzig und allein, dass du in dir drin Entscheidungen triffst, die du dann auch umsetzt und Resultate erzielst, Ergebnisse, die dir ein gutes Gefühl und eine Bestätigung von deiner eigenen Macht gibt, dass du eben dazu fähig bist, dass du selber etwas bewirken kannst in deinem Leben. Das habe ich gesucht, dieses Wort der Selbstwirksamkeit. Und das ist das schlussendlich, was dich befriedigt. Ich behaupte sogar alle Menschen. Und wir suchen im Materiellen. Wir suchen, wir denken, wenn wir diese Ausbildung haben, wenn wir die Beziehung haben, das ist auch etwas Materielles. Wenn wir einen Menschen haben in unserem Leben, dann geht es uns gut. Wenn wir diese Reise gemacht haben, wenn wir das und das erreicht haben. Und das ist immer nur temporär. Das ist quasi zeitlich begrenzt. Aber was bleibt, ist das, was du in dich selber investierst. Das, was bleibt, ist das, dass das dein Wachstum, deine Erfahrungen, die immer klarer werden, dass du morgens in deiner Meditation dich hinsetzt und sagst, ich weiß, dass es darauf ankommt, wie ich mich fühle. Und ich selber kann beeinflussen, wie ich mich fühle, nämlich da ich entscheide, worauf ich meine Gedanken richte. Und je bewusster du dir bist, worauf du deine Gedanken richtest, je mehr du das bewusst steuern kannst und fühlst, ah, wenn ich denke, heute ist ein guter Tag. Heute werde ich ganz viele Hilfe bekommen. Heute sehe ich Dinge, die mein Auge erfreuen. Heute spüre ich mein Herz und ich möchte heute einfach nur immer wieder fühlen, mein Herz, das schlägt und ich bin einfach froh, dass mein Herz schlägt. Und dann hast du eine andere Schwingung und ziehst dadurch auch andere Dinge in dein Leben. Und da, auch da, ich kann es dir sagen. Aber probieren musst du es selber, dass du erfährst, dass es funktioniert und dann machst du es mehr und mehr jeden Tag. Und wenn dir etwas passiert und du denkst, oh nein, das ist ganz schlimm, dann weißt du, oh, meine Gedanken. Ich steuere meine Gedanken. Das ist die einzige Kontrolle sozusagen, die du hast in deinem Leben. Was du denkst über die Dinge, die dir passieren. Und oftmals ist es so, dass dich nicht das schmerzt, was passiert ist, sondern wie du darüber denkst. Du hast die Wahl, einen anderen Gedanken zu wählen. Und dann bist du auch wieder in deinem Cage, in deinem Gefängnis, in deinem Rahmen. Und wenn dir jemand sagt, hey, warum probierst du nicht mal diesen Gedanken aus? Und warum probierst du nicht mal das aus? Und ich sehe dich in deiner Größe und in deiner Selbstwirksamkeit und in deiner Selbstermächtigung. Ich halte für dich diese Energie, dieses Bild, bis du es selber auch glauben kannst. Genau.
Und das ist mir so wichtig, dass ich das rüberbringe dir, dass du das verstehen lernst, dass du es in der Hand hast. Niemand anders sonst. Und du kannst noch so viel lesen und noch so viele Kurse machen. Wenn du es nicht anwendest, dann wird es sich in deinem Leben nichts verändern. Oder zumindest nicht. Also, okay, halt, stopp, Pause. Vielleicht ja, hast du es geschafft und es ist in deinem Leben so, dann gratuliere ich dir. Und manchmal gelingt es uns auch. Aber wenn du noch auf der Suche bist, wenn du hier bist, wenn du so lange mir jetzt schon zugehört hast, in diesen, ich weiß gar nicht, wie lange bin ich jetzt schon live, 30 Minuten, dann ist es etwas, was dich bewegt. Dann spürst du eben, dass da in dir noch etwas ist, dass dieser Same oder dieses Pflänzchen oder dass du vielleicht eine Auswahl hast an Samen. So die wie bei einem Blumenladen, die Säckchen und du denkst, welche Blume möchte ich? Welche ist mir jetzt am wichtigsten? Wo möchte ich meine Energie hineingeben? Was bringt mir am Schluss dieses Gefühl, das ich so gerne haben möchte? Und am Schluss dreht sich alles um dein Gefühl und deine Erfahrung, wie du dich in deinem Leben in jedem Moment fühlst. Und wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du traurig bist, wenn du betrübt bist, wenn du wütend bist, wenn du resigniert bist, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Gedanke nicht der Gedanke ist, der dich dahin bringt, wo du hin willst. Und dass du es in deiner Hand hast, dass du den Gedanken ändern kannst mit ein bisschen Übung. Und meistens genügt es, wenn du dir sagst, es ist immer irgendwie. Wurde immer alles irgendwie gut. Dinge haben sich gelöst. Manchmal sind Lösungen von alleine gekommen. Ich weiß, dass ich unterstützt bin. Das Leben meint es gut mit mir. Ich atme. Mein Körper atmet mich. Mein Herz schlägt. Ich kann mich berühren. Ich kann mich umschauen und sagen, ich bin jetzt hier in dieser Welt, in dem Moment, am Sonntag, am 7. August 2022 um 12:30 Uhr. Das ist mein Leben jetzt, so wie es ist. Ich bin. Und dann spürst du in dir vielleicht dieses Kribbeln und diese Freude und diese Aufregung, dass du es, auch du kannst es. Auch für dich ist es möglich. Und vergleiche dich nicht mit anderen. Weil was andere glücklich macht, macht dich vielleicht nicht glücklich. Sondern schaue für dich immer das nächst bessere Gefühl. Wenn du depressiv bist, kannst du nicht morgen glücklich sein. Das ist das mit der Million über Nacht, außer du gewinnst im Lotto. Aber dann hast du wahrscheinlich immer noch ein Mangeldenken in dir und die Millionen vom Lotto, die sind in 2 Jahren weg. Genau. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber du spürst, was ich dir sagen will, das Fühlen, wie du dich fühlst, genau. Das ist das Ausschlaggebende. Du willst dich gut fühlen, am liebsten in jedem Moment in deinem Leben. Und du hast es in der Hand, niemand sonst. Darum heißt mein Programm auch Radical Self-Awareness. Radikales Bewusstsein über dich selber. Wer du bist, warum du so bist. Und was du machen kannst, das ist dann das eine. Und das andere ist dann, wie bringst du es in den Flow, in die Umsetzung, in die Energie. Wie kannst du mit dem Leben mitgehen, anstatt gegen das Leben zu kämpfen? Und manchmal braucht es einfach Menschen, die dir auf einem gewissen Weg in deinem Leben diese Unterstützung geben. So, das war mir, das ist jetzt in mir in den letzten Tagen gewachsen, auch diese Erkenntnisse, die ich ja auch selber immer wieder habe und dass ich ja auch selber an mir erfahre und ich habe das Talent mit den Worten, dir das weiterzugeben. Und das mache ich auch sehr gerne. Und ob ich es bin, ob es jemand anders ist, was auch immer, gönne es dir. Gönne dir diese Wichtigkeit. Gönne deinem Leben diese Wichtigkeit, dass du das erleben darfst, was du dir wünschst. Und Klarheit und Wissen, wie du es umsetzen kannst. Und eben, Wissen ist nur dann macht, wenn du es auch umsetzen kannst. So, jetzt schaue ich noch einmal, was ich da noch hatte. Gut, zum Abschluss und danke, dass schön, dass du dabei warst und auch wenn du es dir im Replay anschaust.
Höre es dir vielleicht auch noch einmal an, weil da hat es ganz viel Input in diesem Live jetzt. Und manchmal muss man die Worte mehrmals hören, bis sie einsinken. Aber zu den Wünschen und Zielen in deinem Leben möchte ich noch ein abschließendes Wort sagen. Wenn du keine eigenen Wünsche und Ziele hast und dir nicht bewusst bist darüber, was du weißt und was du in deinem Leben umsetzen, erleben, fühlen willst, dann übernimmst du oder wirst du Teil von den Zielen und Wünschen von anderen. Und diese Wünsche und Ziele können dir niemals diese Befriedigung geben, die eben dir deine eigenen Wünsche und Ziele und vor allem das Erreichen dieser eigenen Wünsche und Ziele geben kann. Also in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin einen wunderschönen Tag. Schau gut zu dir, schau auf deine Gedanken, entscheide, worauf du deinen Fokus richtest, darauf, was du möchtest oder darauf, was du nicht möchtest, und finde immer einen Gedanken, der sich für dich gut anfühlt und dem du auch glaubst. Also, dann bis zum nächsten Mal und hab einen wunderschönen Tag. Tschüss!